im Snowboard Alpin ist es einfach unheimlich geil, die G-Kräfte zu spüren, den Speed, wie man auf der Piste mit dem Körper drin liegt, und es macht einfach nur Spaß. Was ich am Snowboarden so liebe, ist das Gefühl der Geschwindigkeit und die Schwerkraft zu spüren in den Kurven, wenn man eben carft und eben auch, wenn man durch einen Kurs fährt und dort einfach die Kraft und die Geschwindigkeit spürt. Schnee ist manchmal eisig, manchmal nicht ganz eben, und ja, es ist nicht ganz einfach zu fahren. Aber für das erste Mal jetzt auf dem Schnee passt ganz gut. Ist echt ganz gut, ja. Für jeden Athleten ist das größte Event seiner Karriere die Olympischen Spiele. Man versucht alles dafür zu tun, dass man dahin fährt und was erreicht. Und wir sind jetzt hier in Zermatt in der Schweiz, um uns dafür vorzubereiten, um einfach so gut wie möglich für die Olympischen Spiele bereit zu sein. Mein Nobile Boards fahre ich eben die Riesenslalom und die Slalomboards, und ich mag besonders, dass sie echt ein super Handling haben. Sie sind leichter als die vergleichbare Boards, und vom Shape her sind sie einfach perfekt auf uns abgestimmt. Deshalb bin ich noch nie was Besseres gefahren.